Seid gegrüßt, liebe Freunde der Gesundheitspolitik. Gestern war Stadtratssitzung in Dresden und ich habe sie im Livestream geguckt. Ich habe sie mir auch schon runtergeladen und ich werde sie heute auf YouTube hochladen in 2 Stücken, damit man nie so lang suchen muss. Das heißt, ich gebe mir ordentlich Mühe. Verwende Zeit drauf, nicht nur gucken, sondern eventuell auch 2-mal gucken oder hören. So, was ging gestern im Stadtrat? Es gab keine Diskussion über die Tagesordnung. Es gab einen längeren Bericht des Oberbürgermeisters. Hat mir einiges gefehlt, aber passt schon. Es gab einige Punkte ohne Debatte, Gremienbesetzung. Und dann gab es 2, 3, 4 Tagesordnungspunkte, die einer Debatte gelohnt hätten. Und ein paar, da gab es auch eine Debatte. Ich mache das hier aus dem Kalten, ich habe nicht nochmal reingeguckt. Und zwar ging es zunächst um eine Vorlage der Stadtverwaltung, um die städtischen Krankenhäuser, und zwar die in Friedrichstadt und in Neustadt, ja, nicht schuldenfrei zu machen, aber die Schulden, die aufgelaufen sind in den letzten 3 Jahren, das waren rund 26 Millionen Euro. Und die wurden sozusagen immer ein bisschen hintendran mitgeschleppt. Die Kassenkredite, was genau das ist, ich weiß es ehrlich gesagt gerade auch nicht, aber Kredite, die wurden inzwischen, glaube ich, auf rund 70 Millionen Euro erhöht. Und inzwischen hatte also die Landesdirektion Dresden, das ist die Rechtsaufsichtsbehörde für die Kommunen in Sachsen, und die Landesdirektion eben, Landesdirektion Dresden ist eben konkret für den Regierungsbezirk, ich weiß gar nicht, ob das noch so heißt, naja, sagen wir mal für Dresden und Ostsachsen zuständig. Und die hatte also moniert, dass die Schulden inzwischen so hoch sind, dass die Stadt bzw. der Stadtrat etwas tun muss. Und so sollte der Stadtrat also gestern beschließen, dass rund 10, 11 Millionen Euro aus dem Stadtsäckel in Richtung Krankenhäuser fließen. Und dazu hat, wenn ich mich recht entsinne, genau eine Person geredet und das dürfte der Herr Kiesling gewesen sein. Und vielleicht gab es noch einen zweiten Redner, ich bin mir nicht sicher. Aber dann war es auch schon vorbei und der Stadtrat hat in großer Einmütigkeit beschlossen, dass diese 11 Millionen Euro fließen. Und das ist auch richtig so, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Ich habe mich daraufhin auf Facebook beschwert, dass es im Stadtrat keine Debattenkultur gäbe, mit der Erläuterung, weil es einfach noch keine Debatte, sondern einfach einzelne, unzusammenhanglose Statements gab. Daraufhin hat sich ein Stadtrat beschwert und ich habe ihm frech geantwortet und jetzt mache ich das ein bisschen länger. Jetzt sind wir bei 3 Minuten. Also, der Stadtrat hat gestern, 10 Minuten über 10 Millionen Euro geredet und eine Dreiviertelstunde über einen Tagesordnungspunkt, und zwar die Sondernutzungssatzung für Gastronomen, die ihre Stühle und Tische rausstellen. Da habe ich heute nachgefragt bei einem anderen Stadtrat und der sagte mir, dass sich der Betrag für Sondernutzung in diesem Bereich bei unter 250.000 Euro beläuft. Das heißt, 4-fach bis 40-fache waren die Krankenhäuser. Darüber wurde so gut wie gar nicht diskutiert, obwohl Krankenhäuser natürlich wichtig sind. Es gibt ja auch noch ein Universitätsklinikum, es gibt noch das Diakonissenkrankenhaus und es gibt mit Sicherheit noch das ein oder andere kleine Krankenhaus, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber eben 2 städtische Krankenhäuser, die inzwischen nach einem Bürgerentscheid 2010, 11, 12 zu einem Eigenbetrieb verschmolzen wurden, die langsam aus der Verlustzone rausgekommen waren und in den letzten Jahren eben wieder ordentlich in die Miesen gerutscht sind. Bei der Stadtratswahl 2014 gab es neue Mehrheiten. Rot-Grün-Rot hat die Mehrheit gehabt von 2014 bis 2018, Ende 2018, dann haben sie 3 Stadträte verloren, weil die aus der SPD-Fraktion ausgetreten sind. Und also kurz vor der Wahl haben sich die Mehrheiten wieder geändert. Nichtsdestotrotz haben die Fraktionen von Linken, Grünen, SPD stellen zusammen 5 Bürgermeister und darunter auch die Sozialbürgermeisterin Christine Claudia Kaufmann von den Linken. Und wenn ich so die Presse verfolge, dann kommt die gute Frau in der Diskussion gar nicht vor. Sie trägt die politische Verantwortung und genau das. Das heißt, sie betreut keine Patienten,
Sie stellt im Zweifelsfall auch keine Chefärzte ein, das macht der Stadtrat, aber die politische Verantwortung für die Lenkung hat sie und die Kritik an der Frau Kaufmann ist so gut wie nicht existent, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Und ja, also 5 Minuten für 10 Millionen Euro und eine Dreiviertelstunde für bis zu 250.000 Euro, das war das, was mich gewurmt hat. Der Stadtrat nickt die großen Beträge ab und es ist nicht das erste Mal der Fall gewesen, sondern es ist regelmäßig der Fall und es ärgert mich auch schon nach geraumer Zeit. Und ja, was ärgert mich noch? Die Stadträte wissen in vielen Fällen gar nicht, über was sie da beschließen. Da macht der gesundheitspolitische Sprecher eine Vorgabe und dann heben alle mit ihm gemeinsam in der Fraktion die Hand. So läuft es in aller Regel. Und daran ist auch erstmal nichts schlecht, aber ich kann eigentlich von einem Stadtrat erwarten, dass er sich mit der Vorlage und die umfassen in aller Regel zwischen 3 und 5 Seiten. Manchmal sind es auch 10 mit Anlagen, durchaus auch mal 100, aber das kommt selten vor. In der Regel braucht man 5 Seiten lesen und dann weiß man, worum es geht. Und es schafft auch ein Bürger wie ich, ein Interessierter, die Zahlen stehen drin. Und ich frage mich, wofür die Stadtratssitzung live übertragen wird, wenn die Stadträte sich nur mit sich selber beschäftigen. Ich wünsche mir also, dass im Stadtrat, sei es durch Einbringung durch die Verwaltung, also durch den Beigeordneten, in dem Fall die Frau Kaufmann, oder durch die Stadträte, tatsächlich dem Bürger, der neu nach Dresden gezogen ist oder der sich erst seit einem Jahr für Politik interessiert, die Diskussion zusammengefasst wird. Und zwar kann man sich da als Stadtrat, als gesamter Stadtrat durchaus absprechen. Wir übernehmen die Pro-Seite, ihr übernehmt die Kontra-Seite. Und dann braucht es zwei Sprecher. Der eine sagt, das ist unsere Meinung, die anderen sagen, das ist unsere Meinung und am Ende braucht es eine Mehrheit. Und zwar bei 70 Stadträten plus Oberbürgermeister braucht es im Zweifelsfall 36 Stimmen. Und dann hat man eine Mehrheit. Und die gilt genau in dem Augenblick. Und nächste Woche oder in 3 Wochen kann es schon wieder anders sein. Aber wenn man natürlich 10 Millionen Euro für Krankenhäuser beschließt, dann ist das Geld natürlich dann erstmal futsch. Aber man kann andere Entscheidungen wieder revidieren. Also es geht um Mehrheiten, es geht nicht um Wahrheiten. Das hat der Herr Patzelt mal gesagt, der Politikwissenschaftler, und das ist mir im Gedächtnis geblieben. Politik ist nicht die Suche nach Wahrheiten oder nach der Wahrheit, sondern nach Mehrheiten. Vergesst das mal nicht, liebe Stadträte. Ich mache euch keinen Vorwurf. Wenn ihr irgendwas entscheidet, wo ich nicht mit einig bin, ihr seid die gewählten Volksvertreter und ich erwarte von euch, dass ihr sowohl eure Rechte als auch eure Pflichten wahrnehmt. Und das bedeutet, dass man die Diskussion für den Bürger, der nicht so viel Zeit hat, sich 6 Stunden Stadtrat anzugucken und die Vorlagen alle durchzulesen, dass ihr diese Daten und Fakten für den Bürger aufbereitet, euch dann ordentlich zofft, verbal und sachlich, aber auch durchaus gerne mal polemisch, und dass dann ein Kompromiss gefunden wird und dann trägt man diesen Kompromiss weiter, bis die Entscheidung zum nächsten Mal ansteht. Und es wird eine nächste Entscheidung zu den Krankenhäusern kommen, da können wir uns sicher sein. Jeder Bürger kann sich den Haushalt aus dem Internetauftritt der Stadt Dresden runterladen. Es sind 3 Bände. Ich weiß gar nicht, ob es 2000 Seiten sind oder 3000 Seiten. Es ist auf jeden Fall sehr viel. Es sind 3 PDF-Dateien. Und man kann dort nach Begriffen suchen. Und man kann sich natürlich auch, wenn man Fragen hat, an den Stadtrat seines Vertrauens wenden. Kleiner Tipp am Rande: Vorname des Stadtrates, Punkt, Nachname des Stadtrates, @stadtrat.dresden.de. Schreibt eurem Stadtrat doch mal eine E-Mail und bringt euch in Erinnerung oder sagt, hallo, hier bin ich, ich hätte da mal eine Frage und dann guckt mal, was passiert. Demokratie lebt vom Mitmachen und auch wenn ich ein kleiner Stinkstiefel bin, hehe, Frank, du bist gemeint, ich bin eine Kampfsau, werde ich auch bleiben. Ich bin nicht in der Politik oder ich beschäftige mich nicht mit der Politik, um mir Freunde zu machen. Das ist der falsche Ort. Politik ist ein Hauen, ein Stechen, ein Haifischbecken. Und ich bewundere sowohl die Stadträte als auch die Verwaltung, die Beigeordneten. Die müssen einiges aushalten. Ihr habt grundsätzlich meinen Respekt und wenn ihr irgendwas aus meiner Sicht falsch macht, dann hau ich drauf. Wird doch so bleiben. Ich wünsche euch was.